Soziale Vielfalt ist im Denken und Handeln der FOM-Hochschule traditionell eine feste Größe. Aus diesem Gedanken heraus veranstaltet die FOM seit einigen Jahren an verschiedenen Standorten der Hochschule die sogenannten FOM-Frauenforen, um Frauen eine Plattform zu geben, sich über persönliche Ziele, Zukunft und Karriere auszutauschen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lud die FOM-Hochschule in Köln am 22. Februar diesen Jahres zum zweiten FOM-Frauenforum in den Rheinauhafen. In diesem Jahr stand das FOM-Frauenforum unter dem Motto Selbstmarketing im Berufsleben. Im Studienzentrum Köln fanden sich über 160 karriereinteressierte Frauen ein, um spannenden Vorträgen zu lauschen und im Anschluss über Karrierethemen zu diskutieren und aktiv zu netzwerken. Frau Prof. Dr. Ingrid Eumann, die stellvertretende Kanzlerin der FOM, begrüßte die Gäste und stellte im Anschluss die Ergebnisse der Studie FOM fragt nach zum Thema Akzeptanz der Frauenquote aus Sicht unserer Studentinnen und Studenten vor. Begrüße ich Sie recht herzlich zum Frauenforum hier an unserem sehr schönen Standort der FOM in Köln, direkt am Rhein. Zunächst erstmal zur Einstellung zur gesetzlichen Frauenquote allgemein. 24,6% der Befragten sagen ja in allen Führungspositionen. 9,7%, also fast 10, sagen ja, aber bitte nur für das Top-Management und auch den Aufsichtsrat. Aber die absolut meisten sagen nein, danke, Frauenquote besser nicht. Im Anschluss gab der Business Coach Harald Ehrenfänger den anwesenden Damen Einblicke in die Männerpsyche. Dann kommen ganz oft große Augen, Stille. Das weiß ich nicht. Vor 100 Jahren roundabout hat Freud mal gefragt, was will sie das Weib? Heute fragen immer mehr, was will er eigentlich der Kerl? Dass Ausdrücke wie Vitamin B, Klüngel oder Seilschaften nicht immer einen negativen Beigeschmack haben müssen, stellte Ute Blindert, Herausgeberin der Zeitschrift Business Ladies und Geschäftsführerin des Karriereportals ZUX, in ihrem Vortrag deutlich heraus. Das ganze letzte Jahr und jetzt in der hohen Phase wird geklüngelt ohne Ende. Und Karnevalsvereine in Köln sind das, wo ganz viel geklüngelt, genetzwerkt und Geschäfte gemacht werden. Mit dem letzten Vortrag des Tages wurde es noch einmal interaktiv. In ihrem Workshop Kleider machen Leute, stilsicher in allen Business-Situationen, führte die Imageberaterin Rahel Strauß sehr praxisnah vor, welche Situationen im Berufsleben welchen Dresscode erfordern und welche Accessoires man bei einem Business-Meeting besser zu Hause lässt. Rot ist die Farbe der Liebe und Rot ist die Farbe des Sexes. Das ist im Business einfach so. Wenn wir das nicht wollen und das nicht ausstrahlen wollen, dann sollten wir Rot mit Vorsicht genießen. Diesen Programmmix aus unterhaltsamen Vorträgen, praxisnahen Karrieretipps und aktiven Netzwerken überzeugte die Teilnehmerin des zweiten FOM-Frauenforums in Köln. So fiel auch das Urteil von Obiageli Nyoku positiv aus. Es war eine gelungene Veranstaltung. Es war ja so, dass es waren ja mehr Frauen da, als sie überhaupt angemeldet haben. Wir standen in den Räumen, ja, und ich finde, weiter so. Für das nächste Frauenforum wünschte sie sich mehr Frauen, also noch mehr, am besten die Räume reichen nicht mehr aus. Das ist mein Wunsch. Auch Nina Brandli zog eine positive Bilanz. Also mir hat es rundum gut gefallen. Ich kann fast gar nicht sagen, was ich mir anders wünsche. Ich fand, die Themen waren rundum gelungen und wunderbar präsentiert. Vielleicht noch eine Podiumsdiskussion, das finde ich, glaube ich, eine gute Sache. Und ich glaube, als Abschluss kann ich sagen, Netzwerken ist wahnsinnig wichtig für alle. Die Männer haben es uns schon vorgemacht und wir machen das auch mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr gut und haben viel Spaß dabei und es kommt viel rum, also persönlich sowohl als auch beruflich. Wir freuen uns auf das dritte FOM-Frauenforum in Köln im nächsten Jahr. Wir hoffen dann, noch mehr Frauen zu erreichen und sie bei ihrer Karriereplanung und Vernetzung zu unterstützen.